Ja, willkommen zurück zu Spiel 67. Mein Gott, heute geht's aber hier voran. R-Type. Welchen Fehler meinst du, Brampi? Versuch selbst zu überlegen, was du mit Fehler meinen könntest. Aber ich weiß nicht, was du meinst. R-Type ist ein Shoot'em-up. DX ist flüssiger. Ja gut, DX ist ja auch dann Game Boy Color Variante, ne? Meine ich. Meinst du generell, dass das Problem, dass das Spiel Probleme hat mit Slowdowns oder? Also DX ist doch das schwarze Modul, meine ich. Ja, ja, genau. Also das ist ja, läuft auf dem alten Gameboy, ist aber auf Color in Farbe. Also mit dedizierten Farben. Ja, R-Type, Shoot'em-up. Shoot'em-ups kann ich nicht besonders gut. Allerdings glaube ich, dass R-Type eins der leichteren Shoot'em-ups ist. Generell sind ja Shoot'em-ups auf dem Gameboy halt ein bisschen langsamer und können ja auch nicht so viele Sprites gleichzeitig darstellen, dürfte dann auch nicht so viele Gegner geben. Also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, Shoot'em-ups sind auf dem Gameboy generell immer ein bisschen einfacher. Schwarzes Modul ist kein Color-Modul. Aber waren nicht diese schwarzen Module, diese Hybrid-Module, die dann eben waren auch rückwärtskompatibel für den normalen Gameboy waren, aber Color halt eben besser aussahen als ein Standard Classic-Modul, sage ich mal. Ich muss sagen, ich hatte früher selbst keinen Color, also kein Gameboy Color. Mir sind zwar diese schwarzen Module sehr bekannt, aber ich glaube, ich habe die noch nie wirklich in Gameboy Color eingelegt. Und woher kommt die Zahl 454? Die Zahl, also ich habe gerade zufällig heute gemerkt, dass die Zahl in der Tat nicht ganz stimmen könnte. Allerdings bei weitem weiß ich nicht. Also du musst ja berücksichtigen, dass es hier sich nur um Spiele handelt, die kein schwarzes Modul waren und die nicht auf dem Game Boy Color waren und nur die europäischen. Und da kommen wir halt dann in einen Bereich, der etwas kleiner sind. Ja, wie gesagt, du musst die schwarzen auch abziehen. Und aber ich habe zufällig heute gesehen, dass das ein Spiel fehlt, glaube ich, und zwar das Mortal Kombat Doppelmodul. Und da wurde ich dann schon so ein bisschen misstrauisch. Aber es dürfte schon grob stimmen. Natürlich ist es nicht in Stein gemeißelt. Wenn ich merke, dass hier und da vielleicht noch ein Spiel fehlt, dann werde ich es noch mit aufnehmen. Aber das ist halt erstmal die Liste, die ich habe. Die Liste, die ich abarbeite. Und wenn dann noch Dinge fehlen, dann nehme ich die gerne auf. Also du kannst mir gern schreiben, wenn du wenn du irgendwie eine Liste hast, die stark von der halt ist, die jetzt von meiner abweichend ist. Ja, die Melodie ist ein bisschen belastend auf Dauer, glaube ich. Ja, deswegen, genau, starte ich mal mit R-Type. Eine Sache vorweg schon mal direkt. Man kann hier im Startscreen Select drücken. Und dann ist auch die Musik weg. Und man kann hier die Musik ein- und ausschalten und die Soundeffekte. Und man kann auch den Schwierigkeitsgrad ändern von easy zu hard. Es gibt nur easy und hard. Aber ja, Optionen bleiben, wie sie sind. Deswegen bleiben wir auf easy. Genau, werde ich auch direkt jetzt dazu sagen. Und das wird dem Brampi wahrscheinlich nicht gefallen. Aber bei R-Type ist es so, dass du, wenn du es einmal durchgespielt hast, dann startest du quasi New Game Plus.
Also, um das gute Ending zu bekommen, musst du es eigentlich zweimal durchspielen. Das ist für diese Challenge aber nicht notwendig. Also, sobald wir einmal den letzten Boss gelegt haben, gilt das Spiel als beendet. Genau, das schon mal als Disclaimer vorweg. Genau, man hat 3 Credits, hat man gerade gesehen. Diese Credits sind die Continues, die man hat. Genau, deswegen gehe ich mal direkt rein. Genau, ich weiß nicht, ob man so viel zu R-Type noch sagen muss. Ich drücke trotzdem mal kurz. Ich wollte die Anzeige unten erklären. Die ist jetzt natürlich weg. Genau, man hat kein Dauerfeuer. Das liegt daran, dass man seinen Schuss aufladen kann. Was ich jetzt gerade mal gemacht habe. Und ja, rechts unten sind unsere Leben. Ja, Punkte halt, ne? Ganz normal. So, diese Upgrades. Bleib hier. Das ist ein bisschen schwer, so viel zu erzählen. Das ist so ein bisschen die Spezialität von R-Type mit diesem Add-on, was man da hat. Das kann man vor sein Schiff packen oder auch hinter sein Schiff. Man kann es auch wegschießen. Und das absorbiert gegnerische Schüsse und kann auch Schaden machen. Das heißt, wenn man es vor sich hat, so wie jetzt, dann kann ich halt in Gegner reinfliegen. Und das ist sehr praktisch. Wie in fast jedem Shoot'em'up ist es allerdings so, dass wenn man stirbt, verliert man alle seine Upgrades. Das muss man immer bedenken. Ja, ich kann dieses Teil halt auch hinten, also an der Rückseite andocken. Das ist S, das war ein Speed-Upgrade. Das ist sicherlich auch manchmal sinnvoll. Jetzt habe ich so einen anderen Schuss. Ist ein bisschen belastend, dass ich nicht einfach Schuss gedrückt lassen kann. Und ich zumindest. Ja, man hat schon oft Slowdown. Das muss man leider sagen. So, das ist so ein Upgrade. Da habe ich jetzt oben so einen kleinen Schutzpatron. Die 2 ist eine andere Art von Schuss, die ich aber nicht will. Glaube ich. Finde diesen schrägen Schuss schon ganz nett. Ich weiß nicht, ob es was bringt, den gleichen Schuss mehrfach einzusammeln, ob der dann stärker wird. Genau, es gibt 6 Level übrigens. Und die Bosse sind meistens ganz easy, weil man denen seinen Upgrade so reinfeuern kann. Ich glaube, das war nicht so gut gerade. Ah, doch. So, und wenn man das geschafft hat, den zu treffen mit seinem Add-on, dann kann man sich im Grunde aufs Ausweichen konzentrieren, was beim ersten Boss ein bisschen einfacher ist. Ja, und dann ist ja irgendwann tot. Dieser Sound. Genau, es ist halt, wenn man, also wenn man es schaffen sollte, nicht zu sterben, dann ist das Spiel natürlich noch ein bisschen einfacher, weil man ja immer seine Upgrades hat. Ich glaube, es wird ab da halt sehr unangenehm, wo man das erste Mal stirbt. Die 3 ist auch, glaube ich, für hier ein guter Schuss. Das ist so ein. Oh, shit! Ja. Ja, der Schuss ist für die Stage schon extrem gut.
Scheinbar kann ein Spiel auch mit den ganzen Soundeffekten parallel nicht besonders gut umgehen. Oh, 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 oh. Alles klar, vielen Dank, Brampi. Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass da, dass sie unvollständig ist. Und wenn sich das herausstellt, dann werde ich die auf jeden Fall auch anpassen. So, jetzt habe ich hier wieder mein Ding abgefeuert. Genau, ich schaue mir die Liste einfach nach dem Stream mal an. So, jetzt hoffe ich einfach, dass ich... Nein! Ich bin so dumm! Ich wusste, dass es passiert und dass ich wahrscheinlich aus Reflex versuche auszuweichen. Ach. Ich glaube, da unten hätte mir nichts passieren können. Aber ich glaube, jetzt kann mir was passieren, weil ich meinen Schutzpatronen nach oben nicht habe. Also ist schon ein bisschen albern, das muss ich ja zugeben, die Bosse so zu machen, aber naja, wenn es so geht. Ich hoffe nur, dass das jetzt funktioniert. Nice! Oh, dieser Sound. Ist wirklich ein Traum. So, Stage 3. Ich bin super langsam gerade wieder, weil ich alle meine Speed-Upgrades verloren habe. Oh Gott. Die Waffe, die ich jetzt habe, ist ein Akt... also auf jeden Fall ein Muss für diese Stage, finde ich. Macht das so viel angenehmer. Okay, jetzt werden wir gleich sehen, was passiert. Also jetzt kann ich ihn da oben nicht treffen, deswegen werde ich jetzt versuchen, meinen Add-on nach hinten zu packen. Und jetzt nach links zu schießen. Genau, und jetzt wieder die andere Seite. Rüber, aber ich bin so langsam. Also die Bosse sind ein bisschen, naja. Nee, ich rauche nicht, aber ich weiß nicht. Ich habe schon die ganze... ganzen letzten 1-2 Wochen irgendwie husten. So. Shit, shit, shit. Das ist so ein Level. Oh. Das sollte man eigentlich auswendig kennen. Ich will dich vorne... Will ich dich vorne? Oh Gott. Ich weiß nicht, wo ich den haben will. Ich bin so langsam. Oh oh. Oh oh. Oh. Whoa.
Oh, 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 oh. Weiß immer noch nicht, ob das gut ist, dass ich das Add-on in meinem Arsch habe. Ja, darf noch ein paar mehr Gegner sein. Das waren mir nicht genug. Oh oh. Oh. Hm, shit. Scheiße, nein! Oh. Ja, gut, meine ich. Nice. Und ich habe den Timer vergessen. Nice. Okay, die Zeit werde ich natürlich noch drauf rechnen. Und in dem Moment sagt das. Ja, hi Tim. Das war Gedankenübertragung. Weiß ich gar nicht. Also, du hast auf jeden Fall die ersten zwei Spiele schon verpasst. Von A-Type hast du jetzt ein bisschen mehr als die Hälfte verpasst. Aber ich würde nicht ausschließen wollen, dass wir das nochmal von vorne anfangen müssen irgendwann. Mal gucken. Also, es läuft gerade echt gut, muss ich sagen. Also gerade für meine Verhältnisse. Ich glaube, es wäre besser, wenn der hinter mir wäre. Nein, jetzt habe ich ihn weggeschossen. Oh, oh nein. 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 Komm zurück. Okay. Ja, wir haben schon Skate or Die, Bad and Red und Motocross Maniacs beendet. Oh shit, ich habe die Kackwaffe aufgenommen. Also ich finde sie kacke. Oh Gott, das schaffe ich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Ja, montags ist so, hat scheinbar jeder Zeit zu streamen. Da bin ich auch immer hin und her gerissen, weil ich das auch gerne sehen würde. Aber ich kann das ja nicht gleichzeitig machen. Und wieso kriege ich hier kein... Oh Gott! Wieso kriege ich hier kein Upgrade? Nach dem Tod. Ich glaube, das ist somit die dümmste Stelle zu sterben. Nein! Toll, ey. Das ist ja mal richtig scheiße. Boah, kann ich bitte ein Upgrade kriegen? Shit, man kriegt kein Upgrade mehr. Ey, der Boss wäre so einfach mit Add-on. Und so ist er. Gott.
Ich weiß gar nicht, ob das so clever ist, den mit aufgeladenem Schuss zu machen. Aber es ist, als ob ich den nicht immer treffe. Shit. Oh, ich kann den nicht töten. Kannst du bitte mal sterben? Kann doch wohl nicht wahr sein. Oh, Gott sei Dank. Ja, jetzt kommt schon die letzte Stage. Und ich hoffe, dass ich mal ein Upgrade kriege, weil der Boss ist auch super billig, wenn man ein Upgrade hat. Hey, es gibt eins. Aber man muss erstmal hinkommen. Ja, also wir haben noch ein Continue. Das ist die gute Nachricht. Schlechte ist, dass ich hier mit diesem Ding nicht klarkomme. Es ist eigentlich komplett egal. Ich muss meinen Namen jetzt wirklich nicht eingeben. Aber einmal mache ich's. Ah, komm zurück. Speed. Oh, ich will Dauerfeuer haben. Und Dinger. Oho. Ich nehme mich doch mit. Jetzt kommt der Boss nämlich schon. Hey, mein Finger tut echt weh. Jetzt muss man warten, bis der hier sein Maul ist es nicht, aber hier sein den Weg frei macht. Und dann schießen wir unser Add-on da rein und hoffen das Beste. Man sieht meine Schüsse schon gar nicht mehr vor Geflacker. Ich müsste eigentlich auch nicht schießen. Ich mache das nur, falls doch nochmal irgendwo jetzt ein Gegner rauskommt. Nice! Okay, das war, glaube ich, GG. Der Vollständigkeit halber, einfach nur, weil ich gerade irgendwie Lust drauf habe, werden wir aber jetzt trotzdem mal NG Plus anfangen. Aber fürs Beenden ist es nicht mehr notwendig, deswegen stoppe ich den Timer, auch wenn der komplett falsch ist. Aber ja, man sieht's ja, you have restored a short piece, but the Baidu Empire still lives. Und jetzt kommt quasi Hard Mode, den man aber jetzt, wie gesagt, im Rahmen der Challenge nicht beenden muss. Deswegen. Ja, no face the ultimate challenge. Laber nicht. Es ist halt.
Ich drück kurz Pause. Es ist halt so. Also man sieht NG Plus, ich habe die gleichen Waffen wie eben. Deswegen nenne ich es so. Es gibt natürlich Spiele, die sich potenziell in einem zweiten Durchlauf nochmal verändern. Ja? Also zum Beispiel Super Ghouls and Ghosts ist ein gutes Beispiel. Das muss man ja auch zweimal durchspielen, um es wirklich beendet zu haben, weil man dann ja den letzten Boss im zweiten Durchgang mit einem Item besiegen muss, das man im ersten Durchgang nicht kriegen konnte. Bei solchen Spielen würde ich sagen, ja, das muss man zweimal durchspielen. Bei Spielen wie R-Type, die nur schwerer werden, aber es ändert sich nichts am Gameplay, würde ich sagen, das muss man nicht machen. Weil das gibt es ja auch bei Super Mario Land, bei Kirby's Dream Land. Das finde ich ist nicht notwendig, um ein Spiel als beendet zu erklären. Danke fürs GG, Tim. Deswegen habe ich jetzt einen Timer gestoppt. Wir spielen einfach jetzt nochmal ein bisschen hier NG Plus, wie weit wir kommen. Und wenn wir es nicht schaffen, dann ist auch okay. Es ist halt, ich weiß nicht, ob es mehr Gegner sind, aber eigentlich müssten es mehr Gegner sein, weil man ist ja immer One-Shot. Wir können ja nicht mehr Schaden machen. Wir haben jetzt halt auch direkt ein Continue weniger. Das muss man sich natürlich auch vor Augen halten. Ja, die Waffe will ich haben. Vielleicht halten auch die Bosse mehr aus oder die Gegner schießen mehr. Okay, ich hätte mich gerade fast getötet, aber zum Glück. Okay, die Schüsse sind schneller. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh Gott, jetzt bin ich schneller. Weiß ich nicht, was ich davon halte, ehrlich gesagt. Ich war so verärgert, als ich da war. Und dann einfach, lol, mach es nochmal. Wo meinst du jetzt? Bei Ghouls and Ghosts oder meinst du hier bei R-Type? Oh, das war super knapp. Das gibt's doch nicht. Muss halt immer aufpassen, dass man nicht gegen die Wand fliegt. Das passiert mir nur allzu gerne. Oh, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Ich Idiot. Super Ghouls and Ghosts. Ja, das ist halt auch, ne? Das ist ja auch kein leichtes Spiel. Und ich glaube, dass wenn man sich da einmal durchgequält hat, dann muss man das nicht unbedingt direkt nochmal spielen wollen. Aber man hat halt keine Wahl, weil es ja auch kein Passwortsystem gibt. Shit, jetzt komme ich da oben nicht an die Gegner ran. Ghost and Goblins hatte das auch schon. Auf dem NES meinst du wahrscheinlich den Teil, ne? Den kenne ich gar nicht so gut. Ja. Ja, ich will auch gar nicht sagen, dass Super Ghouls and Ghosts, ich finde es ein cooles Spiel. Aber es ist halt, es verzeiht halt auch nicht. Und Ghosts and Goblins auf dem NES kenne ich nur vom AVGN. Get the knife. Das wüsste ich. Ja, also man sieht, es ändert sich halt sonst nichts an diesem an dem Durchlauf als der Schwierigkeitsgrad. Und ja, wie gesagt, wir spielen jetzt einfach so weit, wie wir kommen. Als Bonus. Wobei ich gar nicht genau weiß, also eigentlich müsste das ja, was wir hier gerade spielen, einfach der Hard Mode sein. Also das, was man vor Spielstart auswählen kann.
Theoretisch kann man den ja auch separat starten. Man muss gar nicht, das Spiel erstmal durchspielen. Oh, scheiße. Wieso habe ich meine eine Waffe nicht bekommen eigentlich? Diesen Dreier. Also das Upgrade Nummer 3. Weil das hilft hier doch sehr. Das habe ich nicht. Ich komme nicht so gut hier an die Gegner, an diese Pflanzen oder was das sein soll. Shit. Jo, aber hier sind wir ja auch im normalen Modus gestorben. Den kann man nicht töten. Scheiße! Oh, ja gut, egal. Ich fühle mich hier nicht wohl wieder. Boah. Ich habe den NES-Teil auf dem 3DS und oh boy, ist eine Qual. Ja, das sah nicht leicht aus. Gerade auch, ne, dass man ja dann irgendwie, wenn man mal das Messer hatte als Waffe, dann wirklich höllisch aufpassen muss, dass man es nicht verliert. Oder halt versehentlich eine andere Waffe aufnimmt. Und im zweiten Durchlauf musst du ja irgendwann dann aufs Schild wechseln, ne? Ist das dann beim NES-Teil auch so? Dass du da dieses Schild brauchst, um den zu töten am Ende? Oder so? Oder nee, das ist generell so, ne? Man braucht dieses Schild zum letzten Boss töten? Ach, ich weiß es nicht mehr genau. Ah, ey, das war gut. Okay, zweimal die drei. Nehmen Sie mal einen. Komm, töte die. Ah, ein G-Qual. Das ist auch. Wenn ich das Video richtig in Erinnerung habe, da respawnen die Gegner auch ständig, ne? Diese Stage ist irgendwie komisch. Mit der Waffe, die ich gerade habe, eigentlich super einfach. Aber wenn man die nicht hat, fast unschaffbar. Was? Ein FIFA-Randomizer? Was soll da gerandomized werden? Die Button-Inputs, das hatten wir schon. Das war bei FIFA International Soccer. Da hat kein Knopf das gemacht, was er machen soll. SNES ist da schon eher hart, aber fair. Ja, genau, also Super Nintendo ist ja, die Schwierigkeit kommt ja da sehr stark durch die Sprungmechanik, ne? Dass du halt mit dem Doppelsprung da irgendwie, wenn du dich einmal committed hast, halt nicht mehr korrigieren kannst. Das ist natürlich schwer. Wie krieg ich denn nochmal einen Arsch? So, ne? Warten wir nicht dran zu fliegen. FIFA Randomizer. Ich meine, wir haben ja noch ein paar FIFAs vor uns. Wir hatten ja letztens mal wieder ein Fußballspiel. Ich glaube, da warst du gar nicht da. Da haben wir Goal gespielt. So, in Position bringen. Ticket of Mana Randomizer. Gibt's ja, ne? Gibt ja auch diesen Secret of Mana Turbo, diesen Hack. Weiß nicht, ob du den kennst. Der soll ja auch ziemlich cool sein. Secret of Mana Randomizer, ey. Kann mich erinnern, dass ich da als Kind sogar schon zu dumm war, den richtigen Weg zu finden. Also Vanilla. Ich würde es gar nicht merken, wenn es randomized wäre. Die Stage wieder. Mir leider nicht so richtig gemerkt, wo ich hier lang muss. Was in dieser Stage natürlich etwas fatal ist.
Oh, die Scheiße! Warum kommt der zu mir? Kann doch nicht wahr sein. Versuch mich nicht aufzuregen. Ist ja nur Bonus-Content gerade. Den hatte ich irgendwie nach hinten. Oh, shit! Bin ich wieder so scheiße langsam. Ich weiß nicht mehr, woran ich gerade gestorben bin. Nein, der kommt wieder zurück. Oh, ey, wenn du das nicht auswendig kennst. Ich hatte beim ersten Durchlauf irgendwie Glück. Heute packt mich halt wieder mein hässlicher Ehrgeiz. Jetzt will ich das doch irgendwie auf hart durchspielen. Weiß halt nicht, was hier passiert gerade. Okay, jetzt bräuchte ich meinen Buddy vor mir. Irgendwie, aber ich finde keinen Zugang. Ey, das war doch genau wie eben schon. Kacke, ey. Ach, Gott, meine Nase juckt. Der hat mich doch nicht berührt. Also vielleicht hat er mich berührt. Aber das war doch unsittlich. Ah, shit. Man startet nicht direkt beim Boss. Das ist gut und schlecht. Oh, was? Hier muss ich nochmal durch und jetzt habe ich meinen... Ey, dass sie schneller sind als ich, finde ich nicht gut. Shit. Ich glaube, wir werden es auf jeden Fall nicht so schaffen. Das war nicht gut, hier zu sterben. Oh doch, das war okay. Okay, hier muss ich jetzt aufpassen, dass ich... schnell durchkomme. Boah. Ja. Ja, bei mir wirst du sowas nicht sehen, Vampi. Ich bin kein guter Schmuppspieler. Nein, jetzt bin ich ja noch an die Wand. Alter! Okay, das war ziemlich dumm. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ja, wenn man einmal in so einem Deathloop ist, und ich glaube, da ist dann auch der Punkt, wo sich gute Schmuppspieler von nicht so guten unterscheiden.
Es ist halt aus meiner Sicht immer sehr schwer, sich aus so einer Situation wieder zu befreien, wo du halt ohne Upgrades starten musst. Und ja. Da merkt man dann halt, wer nicht so viel Erfahrung hat. Wer vielleicht mehr Erfahrung hat. War aber ein dummer Tod eben. Vor allem waren wir schon recht weit. Richtig dummer Tod. Richtig ärgerlich. Und vor allem hätten wir noch ein Continue mehr, wenn wir nicht im NG Plus Modus spielen würden. Boah, das ist schon wieder gegen die Wand geflogen. So, ja, scheiße. Ich glaube, hier komme ich jetzt auch nicht durch. Hier hatte ich schon auf normalem Schwierigkeitsgrad meine Probleme. Und wenn wir jetzt hier sterben sollten, glaube ich, war es das. Den deutschen Schmuppgott in meinem Zimmer, wer ist das? Und warum ist er in deinem Zimmer? Oder meinst du dich selbst? Shit, wie soll ich da hochkommen? Muss ich da hochkommen? Wie soll ich da durchkommen? Das ist eine Kackstelle, ey. Scheiße. Sind die despawned? Nein! Die sind nicht despawned. Scheiße, ich brauche eine Lücke. Okay, das war gut. Oh Gott. Plasma Blood oder Bloody nennt er sich im Netz. Musha lest auf YouTube. Das muss ich mir mal anschauen. Ich finde solche... Also, ich spiele Schmups super gern. Und ich schaue auch vor allem super gern zu, wenn jemand das kann. Und ich werde mir den wahrscheinlich mal antun. Bin ja immer so ein bisschen neidisch. So, ich habe jetzt hier oben ein Helferlein. Deswegen bin ich von oben geschützt. Ja, das Level lief auch außerordentlich gut. Bei mir war es SNES Freaks Treffen mal. Da war auch da. SNES Freaks. Der steht auf Platz 3 auf Arteil, bei Arteil weltweit auf Arcade. Ja, das, ich finde es richtig, richtig bewundernswert, wirklich, wenn jemand sowas kann. Also auch wenn man sieht, so Bullet Hell oder so, wenn da jemand da einfach so durchsegelt, denke ich mir so, wow. Aber richtig cool. SNES Freaks treffen. Ja, das klingt auf jeden Fall echt cool. Und wir sind im letzten Level, ich glaube auf dem letzten Leben. Also wenn wir uns nicht zu dumm anstellen. Haben wir eine Chance? Aber nicht dumm anstellen und ich, das ist irgendwie... Wir gehören irgendwie zusammen. Und ich glaube...
Ich meine, die Stage ist nicht schwer. Finde ich. Gerade jetzt mit dem Waffensetup ist das echt gut machbar. Darf mich nur nicht blöd von so einem Geist treffen lassen, oder was das ist. Okay, kurz Pause. War ja in meinem Zimmer alles etwas enger. Jeder, der an seinem Bildschirm vorbei ist, hat innegehalten und lange zugeschaut, ist dann weitergegangen. Kann mir vorstellen. In voller Ehrfurcht. Mach deinen scheiß Maul auf. Stirb doch! Komm! Jawoll! Oh! Jawollo! Sogar noch True Ending geholt. Thanks to your brave fighting, the cosmos restored peace. The Baido Empire was annihilated to never scare people again. Your name will remain in the universe forever. Ach so. Ja, also. Wie gesagt, ey, so Schmupp-Gameplay fasziniert mich auch jedes Mal aufs Neue. The game is over. Ja. Vielen Dank fürs GG, Tim. Game over. Das Schlimmste war noch, dass er das Spiel erklärt hat nebenbei. Ja, das natürlich, ne? Wenn die Leute das dann auch noch leicht aussehen lassen, dann ist das natürlich nochmal die höchste Kunst von allen. So, ich weiß gar nicht, ob wir in der Highschool, also wo wir sind, aber ist auch egal. Man kriegt es nicht mal gesagt. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen hier laufen lässt, ich glaube, dann sieht man es doch. Ich spiele auf Herdesten gerade ein Game und erklärt und hält mit dir. Ja, ey, wie ich gerade. Ja, A-Type, höchster Schwierigkeitsgrad. Und noch geredet. Nee, aber finde ich immer sehr beeindruckend. Oh, erster Platz in der Highscore, yeah. Auch das noch. Das Spiel haben wir ja richtig zerstört hier. Hat einen Spitznamen Wandelndes Schmucklexikon bekommen. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass er sich dann gut auskennt. Ich meine, du bist ja auch ein wandelndes Gameboy-Lexikon, wie mir scheint. Aber ich meine, als Tetris-Gott, der du ja bist, liegt es ja auch nahe. Oh, R-Type! Hat länger gedauert als 7 Minuten 56. Digga, Next Game. Nix, Digga, Next Game. Ey, meine Stimme verabschiedet sich. Aber ich kann schon mal sagen, was das Next Game ist. Das Next Game ist nämlich Lemmings. Und da muss ich wieder so mein Gehirn benutzen und alles. Und das schaffe ich jetzt nicht mehr. Einfach alles von SNES und NES nehmen und von das kürzen, das ist Game Boy. Ja, das stimmt auch zum großen Teil, da gebe ich dir recht. Aber es ist auch einer der Gründe, warum ich diese Challenge mit Game Boy mache, weil ich eben auch irgendwann das schaffen möchte oder beenden möchte. Und als Berufstätiger ist das immer ein bisschen schwer nebenbei.
Ich gelte als bester europäischer Lemmings-Spieler. Okay, dann kann ich dir nur raten, schau dir nicht an, wie ich das spiele. Echt? Das ist ein Lösungsweg nach dir benannt bei Lemmings. Ich bin kein guter Lemmings-Spieler. Aber noch kurz abschließende Worte zu R-Type, bevor ich es vergesse. Ich bin sehr sicher, dass es eins der leichteren Schmups ist. Aber wie ich ja eingangs sagte, ich glaube, die Schmups für den Gameboy sind generell immer ein bisschen leichter. Aber wenn selbst ich das schaffe, im Hard Mode das durchzuspielen, dann kann das jeder. Und es hat Spaß gemacht. Also gerade diese Mechanik mit diesem Add-on, dass man entweder vorne oder hinten drauf stülpt und man ist dann eben geschützt vor Projektilen, finde ich sehr, sehr angenehm. Was ich nämlich auch in Erwägung gezogen hatte, war Nemesis zu spielen. Und bei Nemesis, das ist ja so ein Gradius-Spiel quasi, und da hast du ja dieses etwas komplexere Power-Up-Konstrukt. Und da ist es halt viel, viel schmerzhafter, wenn du ein Leben verlierst, weil du viel mehr Upgrades verlieren kannst. Hier ist es halt so, okay, du verlierst vielleicht deine Waffe, vielleicht auch deinen Add-on. Ja, ist nicht so schön, dein Speed ist vielleicht nicht so schön, aber du bist trotzdem noch konkurrenzfähig. Bei anderen Schmups ist es potenziell nicht so.